Draußen ist es kalt, dunkel und es regnet in Strömen und du hast wirklich keine Lust rauszugehen. Es ist gar kein Problem. Lieferdienste für Lebensmittel schießen gerade wie Pilze aus dem Boden und ich habe mal zwei davon ausprobiert. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Pflanzenhunger-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Dass der Einzelhandel wie zum Beispiel Rewe oder Kaufland Lieferservice anbieten, ist ja schon etwas älter. Aber inzwischen gibt es auch immer mehr Online-Unternehmen, die Lieferdienste anbieten. Und obwohl ich eigentlich echt gerne einkaufen gehe, habe ich gedacht, ich teste das mal aus. Ich hätte in dem Test jetzt 10 unterschiedliche Lieferservices ausprobieren können, aber so groß ist mein Kühlschrank nicht, deswegen habe ich mich auf 2 begrenzt. Und das sind einmal Amazon Fresh und getnow.de. Und nein, ich werde von keinem von beiden gesponsert. Ich habe mich also samstags morgens um 10 hingesetzt und ein bisschen Online-Shopping für Lebensmittel betrieben. Das habe ich auch so noch nicht gemacht. Ich habe bei beiden Lieferdiensten so ein bisschen von dem gekauft, was ich auch sonst immer so als Standardsachen kaufe. Das heißt, ein bisschen Milch, ein bisschen Tofu, Obst, Gemüse, Konserven und Brötchen. Zuerst habe ich mir Getnow genauer angeschaut. Getnow ist noch ganz neu und das gibt es aktuell nur in Berlin und München. Die beziehen ihre Lebensmittel aus dem Großhandel und haben dementsprechend auch eine ziemlich ordentliche Auswahl. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, dass es wenig Bioprodukte gab. Man muss sich nur kurz registrieren, das geht alles ziemlich schnell und unkompliziert und eine Lieferung kostet 5 Euro Versandkosten. Die Lieferung soll unter 90 Minuten dauern und es hat tatsächlich nur 45 Minuten gedauert von dem Moment an, als ich auf das Kaufen geklickt habe, dass dann tatsächlich auch der Mensch mit den Tüten vor der Tür stand. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Erste Etage vor dem Haus. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es bei Frischware ein bisschen kritisch ist, das online zu bestellen, weil das Schöne am Supermarkt ist ja, man kann hingehen und es anfassen und angucken und riechen und schauen, ob die Qualität stimmt. Ich hatte jetzt diesmal ein paar frische Sachen dabei, einmal italienische Kräuter, Möhren und Weintrauben und die sahen alle sehr schön aus. Allerdings ist mir erst 2 Stunden später aufgefallen, als ich nochmal die Rechnung durchgeguckt habe, dass ich Kidneybohnen bestellt habe, die aber nicht geliefert worden sind. Wenn ich jetzt was bestelle und mich dann nicht darauf verlassen kann, dass es dann auch tatsächlich geliefert wird, obwohl es auf der Rechnung steht und auch nicht als nicht lieferbar markiert worden ist, ist es natürlich ziemlich ungünstig. Eine Ewigkeit später. So ihr Lieben, ein kleines Update. Es ist jetzt 10 vor 9 abends. Amazon hat gesagt, dass sie zwischen 18 und 20 Uhr liefern und ratet mal, wer noch nicht geliefert hat. Aber bevor wir zur katastrophalen Performance von Amazon Fresh kommen, ein kleines Update zu Getnow. Die haben ja eine unvollständige Lieferung geliefert, es fehlte eine Dose Kidneybohnen und ich habe mich per E-Mail dort beschwert, ganz freundlich natürlich. Die haben mir jetzt zurückgeschrieben, haben sich entschuldigt, dass die Kidneybohnen momentan nicht lieferbar sind und haben mir einen 5-Euro-Gutschein mitgeschickt. Natürlich wäre es professioneller gewesen, wenn das direkt auf dem Lieferschein gestanden hätte, dass gerade etwas nicht lieferbar ist, damit ich nicht denke, so bin ich jetzt blöd oder wann haben die da irgendwie was versemmelt. Aber die sind ja gerade quasi noch so ein bisschen in der Aufbauphase und machen das ja auch nur in Berlin und München und ist alles so probeweise. Und sie haben auch sehr nett geantwortet. Also da finde ich, kann man definitiv ein Auge zudrücken. Ganz anders bei Amazon Fresh. Amazon Fresh ist der neue Lebensmittellieferservice von Amazon. Die haben eine sehr große Auswahl von vielen lokalen Händlern und auch sehr viele Bioprodukte im Angebot. Ich war ziemlich überrascht, dass der einzige Lieferzeitraum, der jetzt für samstags noch offen war, zwischen 18 und 20 Uhr war. Und das, obwohl ich morgens um 10 bestellt habe. Die sind jetzt fast eine Stunde zu spät. Es ist Samstagabend. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch auftauchen. Ich habe auch keine E-Mail von denen bekommen, dass die zu spät sind. Die haben auch meine Handynummer. Auch da hat sich keiner gemeldet. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber da werde ich definitiv nicht nochmal bestellen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich wahrscheinlich auch nicht mehr da bestellt hätte, wenn die Lieferung heute pünktlich gekommen wäre, denn Amazon Fresh ist ganz schön teuer. Zum einen muss man Amazon Prime-Kunde sein, was ja entweder 70 Euro im Jahr oder 9 Euro im Monat kostet und dann kommt für Amazon Fresh noch eine monatliche Gebühr von 9,95 Euro obendrauf. Das heißt, man zahlt monatlich 10 Euro nur dafür, dass man bei Amazon Fresh zahlen kann. Und dann kostet Amazon Fresh immer noch Versandkosten, wenn man unter 40 Euro bestellt. Also ein ganz schön teurer Spaß. Ich für mich würde einfach die persönliche Bilanz ziehen, dass ich einfach wie bisher in den Supermarkt gehe und mir mein Zeug selber besorge und das nicht einem Lieferdienst überlasse, weil der Service da einfach noch nicht so steht. Abgesehen davon ist es einfach schöner, wenn man sich die Qualität vor Ort angucken kann und ich finde es auch einfach inspirierend und schön, einfach mal durchzulaufen und zu gucken, was ist gerade da, was hat gerade Saison, was ist hübsch, was kann ich mitnehmen, wie riecht und schmeckt und fühlt sich das ganze Zeug an. Das gehört für mich irgendwie dazu und da möchte ich auch ungern drauf verzichten. Ich kann mir gut vorstellen, dass
so ein Lieferdienst super ist, wenn man zum Beispiel selber nicht schwer tragen kann, wenn einem das zu schwierig ist. Zum Beispiel für alte Leute ist das, glaube ich, sehr angenehm. Oder wenn man mal krank ist und nicht aus dem Haus kommt. Aber ich glaube, das sind mehr so Notfallsituationen und so für den Alltag finde ich das eher nicht so praktisch. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit Lebensmittellieferservices gemacht? Ich bin ganz gespannt. Es gibt ja ganz viele Läden, die schon liefern, irgendwie so Rewe und Kaufland und wie sie alle heißen. In Berlin gibt es ja auch so einen Bringmeister-Service. Also ich bin da ganz gespannt, wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt, gute wie schlechte, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Die anderen Zuschauer sind da bestimmt auch ganz interessiert dran. Ihr Lieben, es tut mir fürchterlich leid, dass ich euch jetzt meinen Amazon-Einkauf gar nicht zeigen konnte. Irgendwie war das Video ein bisschen anders geplant und Amazon Fresh hat mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber naja, so ist das Leben manchmal. Ich verspreche euch, im nächsten Video gibt es ein bisschen weniger Chaos. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert Pflanzenhunger, damit ihr auch in Zukunft meine Chaos-Videos nicht mehr verpasst. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne auf Patreon oder PayPal unterstützen. Aber natürlich unterstützt ihr mich auch einfach dadurch, dass ihr meine Videos anguckt. Wir sehen uns nächsten Mittwoch um 18 Uhr und nächsten Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, ich freue mich schon sehr auf euch. Macht es gut, habt eine fantastische Woche und füttert euren Pflanzenhunger.